Da kommt als nächstes die Frage, ob man nicht auch vorher testen sollte, ob die Kinder männlich oder weiblich sind oder blond oder braunhaarig oder blauäugig oder blind. Ärzte und Kassen prüfen zurzeit, ob ein Bluttest von den Kassengeldern übernommen wird, der eben die Früherkennung von Trisomie 21 bei Risikoschwangerschaften garantieren soll. Was hältst du davon? Das Problem ist dabei, dass man die noch nicht geborenen Kinder einteilt in zwei, nennen wir es ganz brutal, Rassen sozusagen. Das heißt, in zwei grundlegende Arten von Menschen. Die einen, von denen man meint, die hätte man lieber, und die anderen, die man nicht so gerne hätte. Im Grunde genommen ist es so, als würde man die ungeborenen Kinder eben in Männlein und Weiblein unterscheiden und gleichzeitig aber die Option aufmachen, dass man wählen darf, welche von denen man haben will. Wenn man so etwas durchführt und auch noch weiterhin aktiv unterstützt, also nicht nur in die Hände der Einzelnen gibt, sondern das institutionell und strukturell fördert. Dann kommt als nächstes die Frage, ob man nicht auch vorher testen sollte, ob die Kinder männlich oder weiblich sind oder blond oder braunhaarig oder blauäugig oder blind. Die Kassen versuchen damit, den Eltern entgegenzukommen, indem sie diese schwierige Plazenta-Untersuchung oder die Untersuchung des Fruchtwassers zu umgehen versucht, und der Bluttest erleichtert dann dieses Vorgehen. Man hat schneller ein Ergebnis. Ja, was wir natürlich auch wissen in diesem ganz besonderen Fall ist, dass das Ganze gar nicht wissenschaftlich so abgesichert ist, dass man überhaupt 100%ige Ergebnisse erhält. Wenn es so wäre, selbst wenn es so wäre, dass man 100%ige Ergebnisse erhielte, stellte sich die eigentliche ethische Frage, warum will man diese Daten haben? Man testet ja auch nicht vorher, ob jemand ein Schwerverbrecher wird oder nicht. Angenommen, wir könnten das Schwerverbrecher-Gen identifizieren, wenn denn das überhaupt möglich wäre, dann würde man ja auch nicht einen solchen Test fördern, um irgendwie die Schwerstverbrecher aus der Gesellschaft auszusortieren, bevor sie überhaupt geboren sind. Viele Eltern sind aber verunsichert und machen sich Sorgen und möchten dadurch besser vorbereitet sein und sagen, ja, dieser Bluttest ist okay, ich bin danach, kann ich mich vorbereiten, kann Vorbereitungen treffen und weiß, was auf mich zukommt. Ich glaube nicht, dass irgendwer sich darauf vorbereiten kann, was es bedeuten würde oder was es bedeutet, ein behindertes Kind zu haben. Man kann sich ja auch nicht darauf vorbereiten, was es eigentlich bedeutet, ein gesundes Kind zu haben, weil man vorher gar nicht weiß, wie es ist, ein Elternteil zu sein. Wir denken, wir könnten uns auf irgendetwas vorbereiten. Wir können uns niemals auf das Leben eines anderen vorbereiten. Jede echte Begegnung mit einem Menschen, die über den Smalltalk auf der Straße hinausgeht, ist wesentlich nicht vorzubereiten.